Also, mein Name ist Johannes Duwe. Ich bin in Hamburg seit mittlerweile 20, 30 Jahren, nein, 40 Jahren als Maler aktiv. Und ich habe an der Hochschule hier in Hamburg studiert. Und das Porträt ist ein Themenschwerpunkt meiner Arbeit. Und heute treffen wir uns hier in dem Atelier, in dem ich so gewöhnlich mich mit meinen großen Formaten beschäftige und indem ich die Modelle besuche, die ich dann auf die Bilder male. In diesen Räumen arbeite ich seit etwa 25, vielleicht sogar 30 Jahren. Seit 89, also zählen Sie nach, bin ich in diesen Räumen und habe hier schon so den einen oder anderen interessanten Porträtauftrag abgearbeitet und dabei viel Spaß gehabt und interessante Leute kennengelernt. Der Henning Foschauer hat mit mir vor allen Dingen die Frage des Stuhls geklärt, ganz zu Anfang. Und hat gesagt, das ist doch sinnvoll. Ich habe immer meinen Stuhl mitgenommen, aus dem Notariat ins Rathaus und vom Rathaus wieder ins Notariat. Da habe ich immer drauf gesessen. Also, habe ich gesagt, prima, dann nehmen wir den. Und dann war natürlich die Frage, das kann man auch dazu sagen, die Frage, ja, machen wir den Hafen im Hintergrund oder die Hafen City, das war ja Henning Foscheraus Thema, die Idee der Weiterentwicklung der Hafen City als Wohnquartier und Büroquartier. Und da fanden wir das beide zu aufwendig und auch zu ablenkend. Und dann haben wir uns nur noch überlegt, welche Farbe nehmen wir denn? Und das habe ich vor Ort mit ihm gemeinsam geklärt. Ich habe ja diesen großen Spiegel da und dann habe ich gesagt, das sieht besser aus. Und wenn er sagte, oh nein, diese Farbe furchtbar, dann würde ich das natürlich nicht malen. Aber da ist man auch schnell, kommt man schnell zu einer Einigkeit. Henning Foscher ist ein pflichtbewusster Mann gewesen, man sieht es auch an dem Bild, gleichzeitig jemand, der mit großer Sympathie allen begegnet ist. Und ich glaube, das ist hier eine große Mahnung, dass wir gute Arbeit im Rathaus zu leisten haben. Im Übrigen hat er die Stadt sehr vorangebracht. Das sichtbarste Zeichen, das wir alle immer noch wachsen sehen, ist die Hafen City.